So, zum nächsten Tagesordnungspunkt. Von der Hochschulförderung sozusagen zur Filmförderung. Damit wird sich jetzt das Plenum hier in der nächsten Debatte befassen. Kaum ein Film in Deutschland kommt ohne öffentliche Förderung aus. Es liegt daran, dass sich die wenigsten Filme auf dem heimischen Markt refinanzieren können. Selbst ein Film, der rund 1 Million Zuschauer hat, spielt seine Produktionskosten kaum ein. Deswegen ein Filmförderungsgesetz, und das wird novelliert. Jetzt hören wir mehr von der Staatsministerin Monika Grütter. Filmerfolgen den roten Teppich aus. Qualitative Spitzenförderung zu ermöglichen und dazu die deutsche Filmwirtschaft im internationalen Wettbewerb zu stärken, das sind die Ziele der Gesetzesnovelle, die wir heute beraten. Sie sollen dem deutschen Film, den man ja auch bezeichnen kann als eine Art Aushängeschild unserer Kulturnation, im Ausland wird er ja sehr viel gesehen, nationale und internationale Strahlkraft verleihen. An Strahlkraft hat es zumindest in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gefehlt. Mit ihrem Film Toni Erdmann, gefördert übrigens aus Mitteln der Filmförderungsanstalt, des DFFF und der kulturellen Filmförderung meines Hauses, war Maren Ade bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes der echte Liebling der Filmkritik, und zwar der internationalen. Manche haben sie auch als Siegerin der Herzen bezeichnet. Und mit 27,5% Marktanteil hat der deutsche Film 2015 das beste Ergebnis seit Erfassung der Besucherzahlen eingefahren. Solche Erfolge zeigen doch immerhin, wir sind mit unserer Filmförderung auf dem richtigen Weg. Und damit künstlerische und wirtschaftliche Wagnisse auch in Zukunft möglich bleiben, meine Damen und Herren, sieht der Regierungsentwurf des Filmförderungsgesetzes unter anderem vor, ein hohes Niveau des Abgabeaufkommens zu sichern, die Filmförderung effizienter zu machen, die Drehbuchförderung deutlich auszubauen, die Leistung der Produzenten noch stärker zu honorieren, Kinos als Kulturorte, und das heißt vor allen Dingen auch in der Fläche, also jenseits der Metropolen, zu stärken, Kurzfilme mehr als bisher zu fördern, an denen hänge ich sehr, die Entscheidungsstrukturen wollen wir effizienter gestalten und dabei auch und nicht zuletzt, das ist die Voraussetzung, glaube ich, auch für ein gutes Ergebnis, den Frauenanteil in den FFA-Gremien signifikant zu erhöhen. Lassen Sie mich ganz kurz auf diese Punkte eingehen. Zunächst also zum Abgabeaufkommen. Wenn das neue FFG qualitative Spitzenförderung ermöglichen soll, dann brauchen wir eben auch deutlich mehr Mittel aus der Branche selbst. Insbesondere die öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalter werden deshalb künftig zu einem Abgabensatz von 3% verpflichtet. Aber ARD und ZDF haben darüber hinaus sogar ihre Bereitschaft erklärt, freiwillig 4% zu leisten, also aufzustocken. Auch die, und das war nicht immer so. Das ist mal, glaube ich, ein echter Erfolg. Und auch die Abgaben der anderen Einzahler werden moderat angepasst, sodass wir, glaube ich, eine gute Balance zwischen den Abgabezahlern erreichen. Und an der Abgabepflicht der ausländischen VOD-Anbieter halten wir natürlich fest. Ich hatte am Dienstag die Kulturministerratssitzung in Brüssel, und da hat die Kommission ihren ersten Entwurf einer AVMD-Richtlinie vorgelegt, in der erstmals genau dieses Prinzip vorgeschlagen und fest, dass auch dort implementiert wird. So weit waren wir noch nie. Da habe ich auch Kommissar Oettinger, der da maßgeblich dran mitgewirkt hat, wirklich für bedankt. Das ist nicht nur für den deutschen Filmstandort ganz wichtig, dass es diese Abgabeoasen nicht mehr gibt. Gleichzeitig wollen wir die Förderung effizienter gestalten, indem wir uns bei der Vergabe der Fördermittel auf wenige, aber dann auch vielversprechendere Projekte konzentrieren und die wiederum mit höheren Summen fördern können. Der Gesetzentwurf sieht deshalb für die Auswahl der Projekte im Rahmen der Projektfilmförderung detailliertere Vorgaben als bisher vor und eine gesetzliche Mindestförderquote. Außerdem sollen durch die Abschaffung der sogenannten Erfolgsdarlehen künftig mehr Mittel für die erneute Vergabe durch die jeweiligen Kommissionen zur Verfügung stehen. Also es gibt dann auch mehr Begünstigte künftig. Um Spitzenqualität geht es auch beim Ausbau der Drehbuchförderung. Mit der neuen Drehbuchentwicklungsförderung, die nicht nur ganz am Anfang greift, sondern auch, wenn ein Stoff weiterentwickelt wird, und der Erhöhung der Mittel, wollen wir dafür sorgen, dass gute Stoffe auch tatsächlich bis zur Filmreife gelangen. Das ist leider nicht immer so. Und wir glauben, dass wir mit diesem mittleren Förderschritt deutlich mehr Drehbücher zum echten Film verhelfen können, weil die Drehbücher ja zu Recht als die DNA eines hohen deutschen Marktanteils
gelten, so haben es zumindest die Drehbuchautorin selber mal gesagt. Stärker honorieren wollen wir künftig auch die Leistung der Produzenten. Ich habe das eingangs gesagt, zum Beispiel mit Erleichterungen beim vom Produzenten zu erbringenden Eigenanteil und mit der Einführung des 25%-Bonus, wenn der Erfolg eines Films an der Kinokasse die Herstellungskosten übersteigt. Ein weiterer Punkt ist die Förderung des Kurzfilms. Von seiner kompositionellen Raffinesse, von den anspruchsvollen Dramaturgien, von der knappen, präzisen Erzählweise, eben das sind ja die Charakteristika eines Kurzfilms, profitiert die Filmkunst insgesamt. Und deshalb sieht die FFG-Novelle vor, dass künftig auch Kurzfilme von unter einer Minute bis zu 30 Minuten, das war bisher die Eingrenzung, künftig auch Fördermittel bekommen können. Es wäre doch zu schade, Experimentierfreude in ein zu starkes Minutenkorsett zu zwingen. Deshalb weiten wir die Kurzfilmförderung hier deutlich aus. Und weil Filmkunst nicht nur Leinwand oder Bildschirm, sondern eben auch eine Bühne braucht, wollen wir Kinos als Kulturorte deutlich stärken, gerade auch abseits der großen Städte. Kinos profitieren von der Anhebung der für den konkreten Abgabesatz maßgeblichen Umsatzschwellen. Außerdem soll es bei den bisherigen Sperrfristen bleiben, die garantieren, das wird ja immer wieder diskutiert, das System der Sperrfristen, dass ein Film zumindest in der Regel 6 Monate exklusiv dem Kino vorbehalten bleibt, bevor er zum Beispiel auf DVD zu haben ist. Ich finde das auch wichtig. Es wird immer wieder diskutiert, es gibt auch mal die ein oder anderen Erwägungen, aber ich glaube, das ist wirklich im Interesse der Kinos und das betrifft nämlich vor allen Dingen die Kinos jenseits der großen Städte, ist das ein wichtiger Punkt. Ein letzter Punkt, meine Damen und Herren, wir wollen die Gremien der FFA verschlanken und professionalisieren. Dass das dringend nötig war, können alle die bestätigen, die die bisherige Zusammensetzung kennen. Künftig soll es nur noch 3 Förderkommissionen mit maximal 5 Mitgliedern aus einem Pool von Experten geben, die eben in wechselnder Besetzung tagen. Und auf diese Weise können sich die Kommissionsmitglieder die Projekte, die Filme genauer anschauen, sodass herausragende Ideen nicht in der Masse der Antragsteller untergehen. Und im Rahmen der Gremienbesetzung will ich für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Filmbranche sorgen. Man kann das ja im künstlerischen Bereich nicht erzwingen, da ist das Potenzial. Aber wie wir gesehen haben in diesem Jahr, es gab auch 3 ganz tolle Regisseurinnen beim Deutschen Filmpreis, ist das Potenzial ja da. Aber in den Gremien, da wo wir ausdrücklich Einfluss ausüben können, da war das nicht gegeben. Es kann nicht sein, dass zwar unser höchst dotierter Filmpreis einen Frauennamen trägt, die Lola, unsere hochdekorierten Filmemacher in der Regel aber nicht. Und künftig werden mindestens 2 Frauen in den 5er-Kommissionen eben an den Förderentscheidungen beteiligt sein. Und ich bin zuversichtlich, dass sich damit auch mehr von Frauen geprägte Projekte durchsetzen können. Der aktuelle Entwurf des Filmfördergesetzes ist das Ergebnis mehrfacher Branchenanhörungen, großer runder Tische. Viele von Ihnen haben daran teilgenommen und sehr vieler unzähliger Gespräche auch. Und gerade mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und für den konstruktiven Austausch, das war in diesem Filmfördergesetz wirklich wohltuend, bin ich allen Beteiligten sehr dankbar. Es freut mich vor allem, dass wir gemeinsam Wege gefunden haben, um künstlerische Aspekte bei der wirtschaftlichen Filmförderung doch noch ein bisschen stärker zu betonen. Wie der Beifall klingt, wenn deutsche Filmkunst überzeugt, haben wir in den vergangenen Wochen dank Toni Erdmann gehört. Dieser Film erreicht die Sterne, vermerkte Le Figaro oder originell bis ins Absurde kommentierte Deutschland Radio Kultur. Ein Werk von großer Schönheit, großen Gefühlen und großem Kino hat die New York Times diesen Film genannt. Und er kommt im Juli in die Kinos. Solche Zeilen wünschen wir doch alle uns, die die Filme lieben. Wir würden sie gerne öfter hören und lesen. Und in diesem Sinne hoffe ich auf Ihre Unterstützung für den Entwurf unseres neuen Filmfördergesetzes. Vielen Dank. Wer deutsche Filme will, der muss sie fördern. Das hat auch der Gesetzgeber längst erkannt. Seit fast 5 Jahrzehnten gibt es das Filmförderungsgesetz. Alle 5 Jahre muss es überprüft und novelliert werden. Heute also die erste Lesung der jüngsten Novelle. Jetzt geht es weiter mit Harald Petzold für Die Linke. Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Besuchertribüne. Es ist zwar noch nicht ganz Freitag nach 1, aber fast. Und Freitag nach 1 macht ja bekanntlich jeder seins.
Wir sehen es hier leider auch im Plenarsaal. Diese Randzone sozusagen der Behandlung eines so wichtigen Gesetzesanliegens hat eigentlich das Filmfördergesetz nicht verdient. Aber dass die Bundesregierung es erst für den jetzigen Tagesordnungspunkt beantragt hat, spricht auch Bände dafür, welche Wichtigkeit sie tatsächlich diesem Gegenstand zumisst. Nach diesem Tagesordnungspunkt kommen im Übrigen nur noch die Ostrenten. Auch das spricht Bände für die Wichtigkeit, die die Große Koalition Themen hier offensichtlich zubilligt. Deswegen bin ich sehr froh, dass meine Fraktion es möglich gemacht hat, durch Beantragung eines eigenen Antrages im Rahmen unserer Möglichkeiten in der Kernzeit und bereits im April Gegenstände auf die Tagesordnung setzen zu können, dass wir bereits zu diesem Zeitpunkt einen Antrag zur sozial ausgewogenen und geschlechtergerechten Änderung des Filmfördergesetzes einbringen konnten, der sich für Genrevielfalt ausgesprochen hat und für den Erhalt von Kino als Kulturort. Damit wurde wenigstens einmal in dieser Legislaturperiode auch zu einer öffentlich zugänglicheren und im Plenarsaal auch mehr verfolgten Zeit dieser Gegenstand, dieser wichtige Gegenstand für die Koalition ist es ja eines der wichtigsten Projekte in der Medienpolitik in dieser Wahlperiode überhaupt, auch öffentlich diskutiert. Das hat in der Öffentlichkeit übrigens ein sehr positives Echo gefunden und ich finde, das ist gut so. Ich bin darüber hinaus sehr froh, dass sich der Bundesrat in seiner Stellungnahme sehr deutlich dafür ausgesprochen hat, dass in der Filmwirtschaft eingesetzte Personal zu sozialverträglichen Bedingungen eingesetzt wird. Es soll nach Auffassung der Bundesländer, ich zitiere, eine neue Aufgabe der Filmförderanstalt werden, auch die Belange der Beschäftigten in der Filmwirtschaft zu unterstützen. Ein ganz herzliches Dankeschön an die Bundesländer für diese Stellungnahme und ein ganz herzliches Dankeschön auch besonders an die Bundesländer mit linker Regierungsbeteiligung, nämlich Thüringen und Brandenburg, die sich besonders intensiv für diesen Punkt in der Stellungnahme der Bundesländer eingesetzt haben. Denn angesichts zu einem großen Teil eben prekärer Arbeits- und Produktionsbedingungen vieler Filmschaffender ist die Forderung aktueller denn je, dass sich die Filmförderung für Tariftreue, für faire und angemessene Vertragsbedingungen zwischen Produktionsunternehmen und den Beschäftigten einsetzt. Und ich wiederhole in dem Zusammenhang auch den Vorschlag meiner Fraktion der Linken aus unserem Antrag zur sozialverträglichen Änderung zum Filmfördergesetz. Wer Tariflöhne zwar einkalkuliert und in den Antragstellungen ausweist, aber am Ende nicht ausbezahlt, der soll für mindestens 3 Jahre von der Förderung ausgeschlossen werden. Und ich sage, mit der Novelle des Filmfördergesetzes böte sich eine gute Chance, dies ein für alle Mal zu ermöglichen. Im Übrigen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union, die Stellungnahme des Bundesrates müsste für Sie wie eine schallende Ohrfeige wirken, da Sie uns ja wieder sozialistische Planwirtschaft unterstellt haben im Zusammenhang mit unserem Antrag und der Debatte darin. Ich kann Ihnen versichern, wir werden mit unseren Änderungsanträgen genau diese ursozialistische Forderung, nämlich gute Löhne für gute Arbeit, einbringen und thematisieren und auf eine Änderung des vorliegenden Gesetzentwurfs drängen. Zumal Sie als Große Koalition nicht mal bereit sind, in den Regelungen zur Arbeitslosenversicherung die Belange von kurzfristig Beschäftigten, und dazu zählen ja die Beschäftigten der Filmwirtschaft ebenso, besonders auch zu berücksichtigen und zu verändern. Ich sage, das ist ein klarer Bruch Ihres Versprechens aus dem Koalitionsvertrag, wo Sie zugesagt haben, dass noch in dieser Wahlperiode für eine Reform des Arbeitslosengeld-1-Regelung für Kulturschaffende gesorgt werden soll. Und da nützt es auch gar nichts, wenn die Staatssekretärin hier Krokodilstränen verdrückt und sagt, es ist leider nicht gelungen, da für die kurzfristig Beschäftigten eine Verbesserung zu erreichen. Ich kann nur sagen, das war offensichtlich der Großen Koalition einfach nicht wichtig genug, ähnlich wie möglicherweise die gesamte Filmförderung. Ich kann nur die Forderung meiner Fraktionskollegin Zimmermann von gestern wiederholen, die gesagt hat, dass mindestens 4 Monate ausreichen müssen, um Anwartschaften zu erwerben für Arbeitslosengeld I. Meine Redezeit ist leider nur kurz bemessen, deswegen kann ich nicht weiter in die Tiefe eingehen darauf, was Ihrem Gesetz noch alles fehlt, denn Sie haben keine Vorstellung von der Zukunft des deutschen Films, Sie haben keine Idee von den gesellschaftlichen und kulturellen und sozialen Wirkungen des Filmes. Sie betrachten Film zuallererst als Standortpolitik,
dann als Verschiebebahnhof von Fördermitteln, wobei sie auch noch knauserig sind, und konzentrieren sich dann im Wesentlichen auf Gremienbesetzung, wobei sie immer auch ordentlich darauf achten, dass vor allen Dingen die Verwerterseite in den Gremien ordentlich präsentiert ist, was dann dazu führt, dass von dieser Seite Einfluss auf Filmgeschichten und auf Drehbücher genommen wird, was wir für unangemessen halten. Sie reden davon, dass eine Frauenquote mehr Geschlechtergerechtigkeit bringen soll. Fragen Sie mal unsere europäischen Nachbarn, wie die mit diesem Thema umgehen. Da haben wir ein Vorbild, und auch das haben wir in unserem Antrag Ihnen als Vorschlag vorgelegt. Wir sagen, der Gesetzentwurf enthält keine Regelung, wie flächendeckend Kinos erhalten und gefördert werden können. Und auch wenn Sie hier von der Abgabe, vom Abgabeaufkommen sprechen, ich sage Ihnen, die Vorschläge, die Sie da machen, berücksichtigen die Entwicklung zum Beispiel im Rückgang beim Verkauf von DVDs überhaupt nicht. Wir werden also nicht mehr Einnahmen haben in diesem Bereich, sondern weniger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Linke muss Filmförderungspolitik vor allen Dingen zum Ziel haben, den Film als eine für die Gesellschaft unverzichtbare kulturelle Ausdrucksform in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung zu verankern und das Filmförderungssystem in diesem Sinne neu auszurichten und somit am Ende zu stärken. In diesem Sinne werden wir uns in die Debatte einbringen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und Ihnen, Herr Präsident, dass Sie etwas großzügig mit mir umgegangen sind, was die Redezeit anbelangt. Vielen Dank. Harald Petzold war das für die Linksfraktion, der medienpolitische Sprecher. Für alle, die der Debatte um diese Zeit hier intensiv folgen. So, jetzt als Nächstes spricht der Kollege Burkhard Blinert für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, an die Großzügigkeit hoffe ich, kann ich auch appellieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Vor einer Woche haben wir den Deutschen Filmpreis vergeben und konnten einen starken Jahrgang auch feiern, der nochmal die breite Vielfalt der kreativen Filmschaffenden deutlich gemacht hat. Und von dieser Stelle sage ich, es ist jetzt eine Woche her, herzlichen Glückwunsch allen Preisträgerinnen und Preisträgern. Und vor wenigen Wochen eben haben wir Marin Ade feiern können mit dem Film Toni Erdmann. Und wir haben lange warten müssen, bis wieder eine deutsche Produktion in Cannes dabei war. Und besonders erfreulich dabei, vor dem Hintergrund eben der überfälligen Gender-Diskussion, produziert hat das Projekt nämlich auch eine Frau, Janine Jakowski. Danke. Es ist wirklich trocken hier. Das ist ein schönes Beispiel dafür, was das deutsche Fördersystem im besten Fall mitbewirken kann. Die Begünstigung von künstlerischem und wirtschaftlichem Erfolg, und zwar auch im Ausland, nämlich Toni Erdmann hat sich schon in 55 Länder weiterverkauft. Die Liste der Förderer reicht dabei über die FFA, dem DFFF, die kulturelle Filmförderung vom BKM, bis zu den Länderförderern. Und auch drei öffentlich-rechtliche Sender haben Toni Erdmann co-produziert. Und deshalb nur am Rande bemerkt, das Mitwirken von Fernsehredaktionen muss also einem Projekt nicht zwangsläufig schaden. Keine Frage, Toni Erdmann ist ein Glücksfall für den deutschen Film. Aber ich wünsche mir, dass unsere Förderung mehr solcher Filme möglich machen kann. Filme, die die Kritiker genauso wie die Kinozuschauer im In- und Ausland begeistern. Und genau das haben wir uns mit der Novelle des FFG auch vorgenommen. Dabei ist das FFG nur ein, wenn auch zentraler Pfeiler der deutschen Filmförderung. Ich möchte einen anderen kurz streifen. Das ist der DFFF. Er war zuletzt genauso überzeichnet wie der neue German Motion Picture Fund aus dem BMWI. Und gleichzeitig haben die Konkurrenten im globalen Standortwettbewerb um internationale Großproduktion ihre Anreizsysteme massiv ausgebaut. Im Ergebnis ist der Glanz des ehemaligen Vorzeigemodells DFFF inzwischen stark verblasst. Wenn wir also die Attraktivität des Filmstandorts Deutschland erhalten wollen, müssen wir uns demnächst auch grundsätzliche Gedanken zum DFFF machen und das Konzept gegebenenfalls neu ausrichten. Zurück zum FFG. Die Bundesregierung hat nun einen Gesetzentwurf vorgelegt, dem es gelingt, sowohl die Strukturen der Förderung als auch die Förderung selbst zu verbessern. Das ist das Ergebnis eines intensiven und aufwendigen Dialogs in der gesamten Branche. Dafür mein Dank
für das Haus der BKM und an die FFA. Ich greife nun einige Punkte heraus. Mit der Anpassung der Abgabesätze, mit der Verstärkung der Rückflüsse in den Fördertopf, mit der Heranziehung werbefinanzierter Abrufdienste und VOD-Anbieter mit Sitz im Ausland werden wir die Einnahmeseite des FFA-Haushalts nachhaltig stabilisieren können. Der letzte Punkt ist zwar noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber die neue AVMD-Richtlinie gibt begründete Hoffnung auf grünes Licht aus Brüssel. Gute Lösungen sind bei den Bestimmungen zur geschlechterparitätischen Besetzung der Gremien gefunden worden. Darüber hinaus ist jetzt das Bemühen um Gendergerechtigkeit im Aufgabenkatalog der FFA festgeschrieben. Zu begrüßen sind auch die Neuerungen in der Förderung selbst. Ein breites Bündel von Maßnahmen, insbesondere in der Projektfilm- und der Drehbuchförderung, zielt darauf, die Qualität der Projekte konsequent zu verbessern. Wir sollten aber auch nicht die Augen davor verschließen, dass mit der neuen Förderphilosophie deutlich weniger Projekte und vor allem weniger kleine Projekte in die FFA-Förderung kommen werden. Deshalb bin ich auch froh, dass die kulturelle Filmförderung bei der BKM aufgestockt ist. Sehr gut ist es, dass bei der Tilgung von Projektfilmdarlehen jetzt sichergestellt ist, dass vorrangig die Erlösbeteiligung der Urheber gemäß dem Urhebervertragsrecht zu bedienen sind. Das trägt zur Verbesserung der sozialen Lage der Urheber bei. Noch besser wäre es gewesen, wenn der Regierungsentwurf jedoch den Vorschlag eines Erlöskorridors für die Produzenten aufgegriffen hätte. Ehrlich gesagt verwundert es mich, dass da nichts geschehen ist, denn die damit verbundenen Vorteile sind offensichtlich. Die Urheber kämen früher in den Genuss der eben angesprochenen Beteiligungen und es würde ein klarer Anreiz gesetzt werden, dass die Produzenten Projekte verfolgen, die auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Wir hätten eine gute Möglichkeit zur wichtigen Eigenkapitalstärkung der Produzenten und es würde der viel beklagten Filmschwemme entgegenwirken. Und insgesamt könnte das Bemühen um mehr Qualität im deutschen Film nur davon profitieren. Den Vorbehalten der um ihre Rückflüsse besorgten Verleiher könnten wir dadurch begegnen, dass wir einen solchen Korridor zunächst nur für die verleihgeförderten Projekte vorsehen. Ich denke jedenfalls, die Idee eines Korridors ist es allemal wert, dass wir zumindest in den nächsten 5 Jahren, die dieses Gesetz in Kraft sein wird, austesten, wie sich dieses auswirkt. Weiterhin erfreulich im Gesetzentwurf, die Förderung der Digitalisierung alter Filme steht nun als eigener Förderbereich erstmals im Gesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der Auffassung, das FFG soll nicht nur den deutschen Film fördern, es soll auch den Kulturort Kino, für den diese Filme gemacht sind, schützen. Und da ist der Vorschlag des Bundesrates, das Kinofenster weiter zu verkürzen, eher kontraproduktiv. Gerade die Kinos in den kleineren Städten und die Programmkinos wären die Leidtragenden. Sie sind auf die bestehenden Fenster angewiesen. Und gerade der Dokumentarfilm, auf den der Bundesrat abhebt, ist doch eher ein Langläufer im Kino. Sicherlich müssen wir berücksichtigen, dass sich das Nutzerverhalten weiter verändert. Deshalb sieht der Regierungsentwurf weitere Maßnahmen zur behutsamen Flexibilisierung vor. Ich denke, dieser Weg ist richtig und wir sollten beobachten, wie er wirkt. Auf jeden Fall plädiere ich dafür, keine generelle Verkürzung der Fristen vorzunehmen, da es nur um bestimmte Filme geht. Der absehbare Schaden für viele Kinos verbietet das. Ich denke, dem Anliegen kann man auch untergesetzlich im Rahmen der Entscheidungspraxis der FFA über Verkürzungsanträge entsprechen. Ein ganz anderes Anliegen der Dokumentarfilme jedoch findet meine Zustimmung. Wir halten es für sinnvoll, dass weiterhin auch die Zuschauer nicht gewerblicher Vorführungen bei der Referenzfilmförderung mit berücksichtigt werden. Im Gesetzentwurf ist das gestrichen. Auch das werden wir bei der Anhörung im Ausschuss eben noch mal ansprechen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allem Lob für den Regierungsentwurf ist auch ein klares Versäumnis auch festzustellen. Der Entwurf enthält keinen konkreten Vorschlag, wie die Einhaltung von sozialen Mindeststandards bei der Filmproduktion sichergestellt werden kann. Die Liste der Verstöße ist lang und es handelt sich nicht nur um wenige Einzelfälle. Insgesamt scheint es in den vergangenen Jahren zwar weniger Probleme mit der Einhaltung der maximalen Arbeitszeit zu geben, allerdings häufen sich die Klagen, dass geleistete Überstunden ohne die festgelegten Zuschläge vergütet werden oder dass vereinbarte Zeitkonten nicht in Anwendung kommen.
Nicht selten wird mit Pauschalverträgen der Tarifvertrag umgangen. Mir liegt es fern, die Produktionsbranche unter einem Generalverdacht herzustellen, aber jeder einzelne Fall ist aus meiner Sicht ein Fall zu viel. Deshalb tritt die SPD-Fraktion entschieden dafür ein, dass Missstände bei öffentlich geförderten Filmproduktionen nicht hingenommen werden. Wir reden nicht zum ersten Mal über das Thema. Anlässlich der letzten Novelle hat der Bundestag in seiner Beschlussempfehlung festgestellt, dass ihm die soziale Lage der Filmschaffenden ein besonderes Anliegen ist. Zugleich wurde die Bundesregierung aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass die FFA, ich zitiere, die Einhaltung sozialer Mindeststandards bei der Produktion geförderter Projekte nachweislich und nachhaltig sicherstellt. Und wie hat die Bundesregierung nun diese Aufforderung im vorliegenden Entwurf umgesetzt? Herausgekommen ist eine Formulierung, die sich leider nur im Begründungstext eben wiederfindet. Genau eine präzise Aufgabenbeschreibung jedoch brauchen wir, aber solange sie nur im Begründungsteil abgeschoben ist, wird alles beim Alten bleiben. Diese Formulierung gehört daher in den Gesetzestext selbst, und zwar genau dort, wo die Aufgaben der FFA aufgezählt werden. 8 Aufgaben kennt der Paragraph 2. Die Mitverantwortung für sozialverträgliche Bedingungen muss die 9. Aufgabe werden. Dass der Bundesrat in seiner Stellungnahme genau diese Forderung aufgreift, hat mich gefreut. Und zwar einstimmig, über alle Parteigrenzen hinweg. 15 von 16 Bundesländern haben die Notwendigkeit erkannt, dass das FFG mehr für die Beschäftigten an der Stelle tun muss. Seit vorgestern wissen wir, die Bundesregierung will diesem Anliegen entsprechen. Das können wir nur begrüßen. Aber damit sind wir eben noch nicht am Ende der Strecke. Denn das wäre der erste Schritt. Und der zweite muss folgen. Nach unserer Auffassung ist im Gesetz zu präzisieren, auf welche Weise die FFA diese Aufgabe erfüllen kann. Die FFA sollte nach unserer Meinung bei den antragstellenden Unternehmen erheben, ob bei der Produktion eine Tarifbindung vorliegt und ob die Einhaltung der entsprechenden Regelungen gewährleistet ist. Wir wollen die FFA nicht zur Tarifpolizei machen. Dazu hat sie keine Befugnis, auch nicht die personellen Kapazitäten. Und ich möchte betonen, nach unserem Vorschlag ist nicht die Einhaltung sozialer Mindeststandards selbst Voraussetzung für die Förderung, denn wir wissen, dass nicht zuletzt die EU-Entsenderichtlinie dem entgegensteht. Fördervoraussetzung soll allein die Angabe sein, ob der Tarifvertrag für die jeweilige Produktion gilt oder nicht. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Da sollten wir auch in der Anhörung noch mal drüber reden. Ich appelliere, lassen Sie uns dieses Mal gemeinsam das ungelöste Problem anpacken, das wir bisher von Novelle zu Novelle immer vor uns hergeschoben haben. Denn das zentrale Anliegen dieses Gesetzes ist die Qualitätssicherung im deutschen Film. Und viele gute Maßnahmen finden sich im Regierungsentwurf. Aber wir können das noch besser machen, wenn wir uns für faire und sozialverträgliche Bedingungen am Set einsetzen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Burkhard Blinert war das für die SPD-Fraktion und er hat für seine Fraktion hier doch noch etwas Nachbesserungsbedarf bei dem vorliegenden Entwurf angemeldet. Dafür ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Das ist heute die erste Lesung der Novellierung des Filmförderungsgesetzes. Jetzt ist Tabea Rösner für die Grünen. Warum hat Toni Erdmann, der gefeierte Film von Maren Ade, in Cannes keinen Preis gewonnen? Ich wage mal eine steile These, weil dieser Film von Frauen gemacht wurde. Aber auch die Einladung nach Cannes war ja schon ein Riesenerfolg. 7 Jahre lang gab es keinen deutschen Beitrag. Vielleicht fehlt dem deutschen Film nichts so sehr wie Frauen. Produzentinnen, Regisseurinnen, Autorinnen. Toni Erdmann hat den Weg nach Cannes geschafft, nicht wegen, sondern trotz unseres Filmförderungssystems. Dass Frauen in der Filmbranche benachteiligt sind, ist hinlänglich bekannt. Wer welche Förderung bekommt, entscheiden überwiegend Männer. Überwiegend Männer sind es, deren Projekte dann auch gefördert werden. Frau Staatsministerin Grütters, Sie haben immer gesagt, dass Sie diesen Missstand beheben wollen. Das ist gut und zwingend notwendig, denn Frauen haben andere Sichtweisen und tragen zu mehr Vielfalt in der Filmlandschaft bei. Wir brauchen also mehr Produzentinnen, mehr Drehbuchautorinnen und mehr Regisseurinnen. Und daher müssen wir ihnen bessere Chancen auf Förderung einräumen. Davon ist in Ihrem Gesetzentwurf nur leider nichts zu sehen.
Sie werden mir jetzt entgegenhalten, ja, es sollen ja mehr Frauen in die Gremien der Filmförderungsanstalt. Daraus folgt aber doch nicht automatisch, dass mehr Frauen gefördert werden. Wäre es da nicht besser, eine klare Zielvorgabe zu machen, wie viele der bewilligten Projekte in den nächsten Jahren von Frauen unter der Beteiligung von Frauen in Regie, Produktion oder beim Drehbuch entstehen sollen? Da geht also deutlich mehr. Wir brauchen mehr Mut zu einer gesetzlichen Regelung, die dieses Problem auch wirklich angeht. Mut ist ein gutes Stichwort. Daran fehlt es bei den Entscheidern leider viel zu oft. Es fehlt an Mut, den Filmschaffenden mehr Vertrauen entgegenzubringen. Die Filmschaffenden müssen mit ihren Projekten durch so viele Türen gehen, die Drehbücher durch so viele Hände. Da kommt am Ende nicht immer der beste Film raus. Dazu findet sich leider nichts in Ihrem Gesetzentwurf. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Fast Track? Die Filmförderungsanstalt vergibt einen bestimmten Prozentsatz des Fördertopfes an erfolgreiche Filmemacherinnen und Filmemacher in einem vereinfachten und automatisierten Verfahren. Dafür müsste man den Kreativen mehr vertrauen. Es würde aber größtmögliche künstlerische Freiheit ermöglichen. Wir alle wollen gute Filme sehen, aber ob die Ausgestaltung der Vergabegremien zu besseren Filmen führt, wage ich mal zu bezweifeln. In den Kommissionen, die deutlich kleiner werden sollen, was ich richtig finde, soll zukünftig immer eine Mehrheit von Verwertern sitzen, auch wenn es um die Förderung von Drehbüchern und Filmen geht. Das zementiert doch die bisherigen Machtverhältnisse. Und die Macht liegt leider nicht bei den Kreativen. Hier sollten Sie den Entwurf dringend überarbeiten. Auch die Besetzung des Verwaltungsrats verfestigt Machtstrukturen. Von den 36 Mitgliedern hat die Produzentenallianz auch künftig 3 Sitze, der Verband Deutscher Filmproduzenten aber nur einen. Da frage ich mich, auf welcher Grundlage erfolgt diese Sitzverteilung? Apropos Transparenz, auch hier fehlt der Mut. Es muss doch für öffentliche Anstalten Pflicht sein, Rechenschaft abzulegen. Dafür braucht man aber Zahlen über Herstellungskosten, die Beteiligung der Fernsehsender, Rückzahlungen, den Anteil an Frauen an Regie, Produktion und Drehbuch. Nur so kann man ja dann die Förderentscheidung auch evaluieren. Dazu könnte zum Beispiel ein zentrales Filmregister wie in Frankreich dienen. Ich denke, es würde der FFA gut zu Gesicht stehen, Transparenz zum Aushängeschild zu machen. Und das könnte dann auch helfen bei der Bewertung, wann ein Film erfolgreich ist, was sich ja auch auf die Referenzförderung dann wieder auswirkt. Ist ein Film nur dann erfolgreich, wenn er in absoluten Zahlen die meisten Kinobesucher zählt? Oder ist nicht auch ein Film erfolgreich, der zwar weniger Zuschauer hat, aber bei wesentlich geringeren Produktionskosten im Verhältnis deutlich mehr? Warum trauen Sie sich nicht, die Herstellungskosten in das Verhältnis zu den Zuschauerzahlen zu setzen? Das wäre eine sinnvolle politische Steuerung im Sinne des kreativen Films. Sie würde gewährleisten, dass die Referenzförderung teure Produktion nicht einseitig besser stellt, während erfolgreiche, aber günstigere Filme hinten runterfallen. Und es gäbe noch vieles zu sagen. Die sozialen Standards sind angesprochen worden, ökologische Standards, Selbstverpflichtung oder zu den Sperrfristen oder zu der Stärkung des Kinos als sozialer und kultureller Ort. Ich will noch eine letzte Anmerkung machen. Es ist unsere Aufgabe, den Kreativen ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Kreativität auch entfalten kann, damit wir in den nächsten deutschen Beitrag in Cannes nicht erst im Jahr 2023 haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Tabea Rösner war das für die Grünen, die Sprecherin für Medien und digitale Infrastruktur. Und einen Redner gibt es noch zu diesem Tagesordnungspunkt. Johannes Selle wird es sein für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für 1.167.000.000 € wurden im Jahre 2015 Kinokarten verkauft. Das ist ein Rekord in der deutschen Kinogeschichte. Das waren über 139 Millionen
Besucher. Auch das ist ein Rekord. Und das Spannendste, von denen, die 2013 und 2014 nicht im Kino waren, konnten 2015 ein Drittel ins Kino gelockt werden. Unter den 31 Filmen, die 2015 mindestens 1 Million Zuschauer hatten, waren 9 deutsche Filmproduktionen. Das ist ebenfalls ein Rekord. Kino hat Attraktivität behalten und konnte Attraktivität ausbauen. Über diese Erfolge dürfen wir uns freuen, ganz besonders darüber, dass der Anteil der deutschen Filme gewachsen ist, die das Gefallen der Zuschauer finden. Da darf man den Schluss ziehen, dass die filmpolitischen Rahmenbedingungen gut gesetzt waren. Und an dieser Stelle wollen wir auch mit dem neuen Filmfördergesetz weitermachen. Unser Anliegen ist es, Qualität im deutschen Film zu fördern, beim Kurzfilm, beim Kinderfilm, der uns besonders am Herzen liegt, beim Dokumentarfilm bis hin zum Spielfilm natürlich. Film ist Kultur- und Wirtschaftsgut zugleich. Eine erfolgreiche Filmförderung muss daher wirtschaftliche und künstlerische Faktoren berücksichtigen. Genau diesen Elementen widmet sich der Gesetzentwurf. Alle Entwicklungsstufen werden in den Blick genommen, vom Drehbuch über die Projektförderung, der Vermarktung bis hin zur Kinoförderung. Die Kunst des Filmschaffens kann aus einem guten Drehbuch einen guten Film machen. Aber am Anfang steht das gute Drehbuch, und deshalb konzentrieren wir Fördermittel darauf, in die Qualität des Drehbuches zu investieren. In der Natur des Filmschaffens liegt es, dass künstlerischer Anspruch und begrenzte Mittel, geplante Drehzeiträume und Wetter und Ähnliches zur Selbstausbeutung führen können. Mit diesem Gesetz führen wir eine Mindestförderquote von 200.000 Euro ein und wollen mit der angemessenen Beteiligung der Filmförderung an den Herstellungskosten vorsehen, dass es bei der Förderung, bei der Finanzierung nicht am Förderbetrag mangelt. Der Verwaltungsrat bekommt den Spielraum, die angemessene Beteiligung nachzujustieren. Das ist ein Beitrag, um soziale Absicherung zu schaffen. Wir tun das alles als Mittler und Moderatoren für die Filmwirtschaft. Die Gelder nämlich, die wir nach den Regeln des Filmfördergesetzes ausgeben, sind keine Steuermittel, sondern stammen zum großen Teil aus Anteilen an verkauften Eintrittskarten. Auch das muss immer wieder gesagt werden. In diesem Prozess kollidieren die Interessen der einen Gruppe durchaus mit Interessen von anderen. Deshalb haben wir die ehrenvolle Aufgabe, einen akzeptablen Weg zu finden und die Regeln für alle verbindlich zu beschließen. In der letzten Legislaturperiode konnten wir da nur marginal handeln, weil vor dem Bundesverfassungsgericht grundsätzlich über die Förderung beraten wurde. Nun ist Klarheit geschaffen worden im Januar 2014. Und deshalb können wir mit einem grundsätzlich neuen Ansatz Strukturen schaffen, die versuchen, die Arbeit zu verbessern und effektiver zu machen. Dazu gehören die 3 Entscheidungsgremien, die sich konzentrieren können auf Drehbuch und Produktion, Verleih-, Vertriebs- und Videoförderung und Kinoförderung. Statt eines 3-10-köpfigen Vergabegremiums, das bisher alle Anträge bearbeitet hat, sollen nun 3- bis 5-köpfige Förderkommissionen gebildet werden, die sich konzentrieren können und deren Arbeitsbelastung verkleinert wird. Mit diesem Ansatz wollen wir ebenfalls das Augenmerk auf die Beteiligung von Frauen richten. Um die Einnahmen zu verstetigen und gerecht auf die Einzahlergruppen zu verteilen, wird es zu Erhöhungen kommen. Hier stellen wir glücklicherweise in der Tendenz mehr Akzeptanz als Kritik fest. Noch nicht ganz geklärt ist, wie wir mit Video-on-Demand-Anbietern aus dem Ausland verfahren wollen, damit sie gerecht beteiligt werden. Vor diesen Fragen der Globalisierung und der Digitalisierung stehen wir generell, auch bei den Steuern zum Beispiel, und der Druck, zu Lösungen zu kommen, ist, glaube ich, stark gewachsen. Erste Signale von der Europäischen Kommission gehen in diese Richtung. Das Kino, das seinen Platz im kulturellen Leben behauptet, wollen wir weiter stärken und schützen, vor allem im ländlichen Raum.
Das heißt, auch weiterhin soll die erste Verwertungsstufe das Kino bleiben und es soll auch weiterhin Sperrfristen geben. Das heißt aber auch, wir wollen flexibler werden mit diesem Instrument und wir wollen bei innovativen Großstrategien und bei mangelndem Interesse an einer Kinoauswertung schneller zu den nachfolgenden Auswertungsstufen kommen. Das ist zeitgemäß und gehört zu den Erfahrungen der letzten Jahre. Auch aus unserer Fraktion gibt es Ideen, die wir in den Diskussionsprozess einbringen wollen. Dazu gehört das Erfolgsdarlehen, mit dem wir uns noch einmal befassen wollen, weil wir es nach wie vor für richtig halten, die Erfolgreichen zu stärken und zu neuen Projekten zu motivieren. Die Idee aus der Branche, einen Erlöskorridor für Produzenten von Anfang an zu ermöglichen, wollen wir auch diskutieren und wir wollen auch den Kinderfilm stärken. Als Thüringer Kulturpolitiker liegt mir der Kinderfilm besonders am Herzen, denn Thüringen ist Kinderfilmland. Vielleicht kann man da bei der Besetzung der Gremien des FFA-Verwaltungsrates etwas bewirken. Wenn einer der vorgesehenen Produzenten sich für den Kinderfilm engagiert, wäre das schon etwas. Ich freue mich auf den Diskussionsprozess. Genügend Stoff gibt es. Herzlichen Dank. Johannes Selle war das für die CDU hier, der letzte Redner in dieser Aussprache. Ja, alle 5 Jahre muss das Filmförderungsgesetz überprüft und novelliert werden. Jetzt liegt die jüngste Novelle vor, wurde heute hier in erster Lesung beraten und geht jetzt in die Ausschüsse, ins weitere parlamentarische Verfahren.